Oh Gott, wie süß. Ja, also jetzt sind wir am Schloss der Hexe, Miserabel. Da ist sie! Die böse Hexe, Hexana. Wow! Das ist fast die Hexe wie aus Dornröschen. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Wow, wow, wow. Wie attackiere ich die jetzt am besten? Shit. So nicht. Da geht's auch noch hoch? Eieiei. Das ist ein sehr ungleicher Kampf, glaube ich. Ja, toll. Ich kann nicht auf sie drauf springen. Also immer oben bleiben. Shit. Da stand nicht zu nah dran. Norrens. Guten Tag. Ich komm nur eh mal hier bei dir rauf. Ich guck nur, wie es dir so geht. So. Jetzt wollen wir das Spiel mal rocken hier. Wo ist sie jetzt? Da oben! Ja, da oben kann ich sie aber nicht erwischen. Unten, 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 unten. Jawoll. Freunde, jetzt drückt mir die Daumen. Wo ist sie jetzt? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Nein! Oh Mann! Unten? Nein, da wieder. Na, auch wieder nicht. Mann! Mickey ist einfach nicht die schnelle Maus. Das ist eine Millisekunde, die da fehlt. Wow! Na also. Wo kommt sie jetzt? Wo kommt sie jetzt? Da wieder. Nein! Ach, Kacke. Erscheint sie immer da, wo ich bin, oder? Ach, es ist zum Mäusemelken. Es ist... Oh, zum Mäusemelken. Ja, klar. Es war so klar. Mann. Ey. Wieder nicht. Oh Mann. Regt mich das jetzt auf hier gerade. Nein, jetzt stehe ich hier unten. Ein Continue habe ich noch. Komm, das rocken wir jetzt. So. Hier unten ist sie so einfach zu treffen.
Aber man muss auch wieder nur den richtigen... den richtigen Zeitpunkt rausfinden. Und dann kann man sie wahrscheinlich überall treffen. Man muss halt, wie gesagt, nur den Punkt rausfinden. Weil ich möchte jetzt hier nicht auf Risiko gehen. Sagte ich gerade, ich möchte nicht auf Risiko gehen. Ah, das ist sehr gut. So, komm, bleib mehr da unten. Das ist besser. Für dich, für mich, für uns alle. Nein! Na, ich bin einfach zu langsam. Unten, unten, unten! Ah! Jetzt hat sie hier ihren Narren gefressen, oder was? Komm unten hin. Oh, jetzt ist sie da wieder. Och, Kias. Warum muss das jetzt so spannend sein? Ich hab nichts mehr zum Schmeißen hier. Wenn ich das... Mickey schafft den Sprung nicht. Das ist das Problem. Da. Das ist eine Millisekunde, die da fehlt. Ach! Warum kommt sie nicht unten hin? Warum nicht? Jetzt will sie mich ärgern. Jetzt will sie mich echt ärgern. Nicht direkt da reinzuspringen, weil man sieht, dass es nicht passt. Aber ich probiere es jetzt mal. Da. Es passt nicht. Wir landen auf dem Stein hier. Oh. Leute, ist das jetzt ein Fehler im Spiel, oder was? Genau in dem Moment. Da oben treffe ich sie gar nicht. Die Frage ist, bevor die Geister kommen, ob ich sie da treffen kann. Ah! Sehr schön. Mickey, die steht da einfach. Du, die, du, die, du. Wow. Nein! Ah. Er ist spannend, der Endboss-Kampf. Er ist spannend. Endboss, ja, das... Nein. Oh. Ja, sehr schön. Das finde ich dürfte, dass du das machst. Cool. Bleibst du nochmal hier unten? Komm nochmal, bleib nochmal hier unten. Nee, schade. Wäre auch so schön gewesen. Na. Es ist echt Millisekunde.
Ah, sehr gut. Ja! Ich hab sie! Wow, was macht's? Oh nein, es geht doch wohl nicht weiter? Na klar, ohne uns zu beschädigen. Ha, sie kommt nicht mehr raus. Hahaha. Spüre den Zorn von Mickey Mouse. Was? Was war das denn? Was, sie hilft uns? Was? Das Schloss Walt Disney. Wieso hilft sie uns denn jetzt? Turbo-Besen. Guck mal, jetzt ist er ganz freundlich. Tja. Jetzt werden kleine Mäuse gemacht. Jetzt werden kleine Mäuse gemacht. Wir haben Mini befreit. Oh Gott, wie ist das süß. Tja, Freunde, das war's also. Mein kleines Let's Play kurz vor Weihnachten. Castle of Illusion in der Hauptrolle Mickey Mouse und Minnie Mouse. Ich hoffe, euch hat dieses doch etwas längere Let's Play gefallen. Ja, es ist einfach nur eine Hommage an die schöne frühere Zeit aus dem Jahre 1990 auf meinem wunderschönen Sega Mega Drive in der ganzen grandiosen 16-Bit-Atmosphäre. Was kann es Schöneres geben? Ich hoffe, es hat, wie gesagt, euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Wenn es wieder irgendwas von meinem Sega Mega Drive gibt und keine Sorge, ein nächstes größeres Let's Play, vielleicht ein Adventure, vielleicht was aus Star Trek, vielleicht, wird auch folgen in den nächsten Tagen. Ich weiß nicht mehr, ob vor Weihnachten oder erst nach Weihnachten. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, wir haben es jetzt 10 vor 1. Und ich werde vielleicht jetzt noch ein bisschen rendern und mich dann ins Bett hauen. Morgens wieder ein langer Tag, Modelleisenbahn steht an, Videos stehen an, ein Let's Schmeck steht an und. Also da kommt noch eine Menge auf euch zu. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich wünsche euch jetzt erst einmal von hier gerade jetzt eine gute Nacht, auch wenn ihr das wahrscheinlich tagsüber jetzt euch anschaut. Aber es hat mich gefreut, dass ihr mit mir hier dabei wart und ja. Wir tanzen jetzt noch eine fröhliche Runde und dann machen wir Schluss. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. NRW bei 18. Gute Nacht und adieu.